Willkommen zu diesem Video. Heute sind wir wieder auf dem Test-Account und es wurde sich ja wieder gewünscht, dass wir einen schnellen Stachel hochziehen. Es ist ein ganz normaler, seltener, schneller Stachel. Wir füllen erst mal kurz Holz auf und Fisch. Ist ein ganz normaler, seltener Stachel. Also hier ein ganz normaler, seltener Drache und zwar der schnelle Stachel. Seht ihr hier? Und der wird halt sein Aussehen verändern. Wir ziehen ihn jetzt gleich hoch bis auf Level 175, also von Level 1 bis 175. So wie wir es schon manchmal gemacht haben, einmal mit der Wache und einmal mit hier, oh Gott, wie heißt der Kollege? Ich habe den Namen gerade vergessen. Silberphantom. Hier vorne sind Eisenreserven, falls ich Eisen brauche. Also die haben auch nochmal alle ein bisschen Eisen gesammelt. Also kriege ich auch nochmal ein komplettes Lager oder anderthalb voll. Und im schlimmsten Fall hätte ich den hier auch nochmal, den könnte ich auch nochmal einsetzen. Damit ich auch nochmal genauso viel Eisen kriegen würde. Damit komme ich auf ungefähr 150.000 bis 200.000 Eisen. Und wir können uns ja mal das Training hier angucken. Das Training ist grünlicher Bereich, also schon wirklich einfacher. Und dann gucken wir uns zum Beispiel mal hier an. Der war dann eher schon gelblicher Bereich. Und der hier, wo es am teuersten war, die Wache, der war auch so gelb-orangelicher Bereich. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ziehen wir schnell einen Stachel hoch. Ich denke mal, das Eisen sollte ausreichen. Wenn nicht, wäre ein bisschen blöd. Dann müsste ich wieder das Video über ein bisschen längere Zeit aufnehmen. Aber ich denke mal schon, dass das ausreicht. Und dann starten wir einfach los. Ihr seht, er bewegt sich richtig schön schnell im Kreis, wenn man ihn füttert. Das finde ich immer richtig funny, weil das ja auch ein sehr schneller Stachel ist. Also schneller Drache, so rum. Hört man am Namen schneller Stachel. Und den ziehen wir jetzt einfach hoch. Eisen ist geboostet, Training ist geboostet, sodass es auch weniger kostet. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie schnell das hier geht, wie schnell man den hochziehen kann. Titanstufe interessiert ja auch immer einige, weil sich gerade die Titanstufe, ich weiß nicht, ob es jeder wusste, aber die Titanstufe von Level, die Titanstufe hier, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, bei hier häufigen, rar und seltenen Drachen ändert sich ja das Aussehen nochmal. Und ansonsten bei der Titanstufe ändert sich nicht mehr viel. Also bei den anderen, bei jetzt was einzigartiger Sinn oder exklusive Drachen, dort gibt es keine Änderung mehr bei der Titanstufe. Das ist wirklich nur bei häufigen Rardrachen und seltenen Drachen. Dort ändert sich das. Und ein einzigartiger und zwar ohne Zahn. Falls ihr noch einen anderen einzigartigen kennt, könnt ihr es gerne schreiben. Davon weiß ich nämlich selber noch nicht. Habe ich selber mal überlegt jetzt vor kurzem. Aber weiß ich nicht, also bin ich auf nichts gekommen. Deswegen, falls ihr wisst, ob es noch einen anderen gibt, wer auch sein Aussehen verändert, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Genau, hier ist er schon beim ersten Titan angekommen. Also wir sind also bei der ersten Titanstufe, es gibt ja drei. Einmal Level 91, einmal Level 90, einmal Level 134. Und 51, ich habe 91 gesagt. Egal, Level 51, wo wir jetzt sind und das ist das erste Mal, wo er sein Aussehen verändert. Bei den anderen beiden Titanstufen verändert er sein Aussehen nicht mehr wirklich, er wird einfach nur noch größer. Und hier ist er Titan wieder perfekt in der Mitte eigentlich gelandet. Und da sehen wir schon, wie er aussieht. Er sieht wunderschön aus. Er wird violett am Körper und in seine... Keine Ahnung, wie man das jetzt sagen soll. Die wären, ihr wisst, was ich meine, die wären so dunkel-lila-mäßig. Also das hier ist ja eher so pink-violett-mäßig. Und das ist dann so ein schönes dunkles Violett, beziehungsweise lila halt. Und der Stachel wird gelb. Jetzt sehen wir auch hier, der Stachel ist in zwei Teile aufgeteilt. Genau, Insel hat sich jetzt geringfügig auch verändert. Haben wir hier nochmal das bisschen Eis. Ich weiß nicht, ob die Flaggen vorher da waren. Das können wir dann gleich nochmal vergleichen, weil ich habe noch ein Ei, welches ausgebrütet wird. Auch schneller Stachel, weil ich ja immer am Ende euch das Baby und dann halt den Erwachsenen dazu zeige. Und da seht ihr das dann aber. Also wisst ihr ja dann. So, jetzt können wir den einmal wieder hochfüttern. Das mache ich einfach nochmal, damit ihr auch den Unterschied dann seht zwischen Nein, nicht freilassen. Damit ihr den Größenunterschied und alles dann nochmal seht, weil es irgendwann mal ganz gut ist. Hier hat er schon die 1 Million, also er sammelt ungefähr ab Level 75 so circa, sammelt er dann 1 Million Fisch pro Stunde und ist dann auch schon knapp 12 Stunden unterwegs. Also ist auf jeden Fall schon mal gut. Er kann auch Eisen sammeln, aber wie ihr es schon an dem Fisch auch seht, ist es eher ein Fischsammler. Und er wird nur um 10% geboostet von der Statue. Das heißt, auf Level 90 würde er dann wirklich schon 2 Millionen Fisch circa sammeln pro Stunde und ist dann aber auch schon 12 Stunden und 40 Minuten unterwegs. Er wird wirklich nur von der Statue geboostet und sonst von nichts. Eisen würde er 3 Stück sammeln, also eigentlich nur 2 Stück. 3 Stück wird angezeigt, weil hier... ich ja die von dem Dragos Wuschelbeast und vom Erdspalter diese Fähigkeiten anhab und das nochmal insgesamt um 50% die beiden zusammen boosten. Deswegen da nicht wundern.
Und ja, sind wir schon bei der zweiten Titanstufe angelangt. Hier sehen wir erstmal gleich, wenn er Titan wird, dass sich auch die Insel stärker verändert. Er selbst, wie schon gesagt, wird eigentlich nur noch größer. Das ist aber bei ihm, ich denke mal, auch ein bisschen schon stark auffällig. Weil wir können ihn wirklich dann mal mit einem Baby vergleichen und da fällt wirklich auf, dass er viel größer ist. Achte mal jetzt drauf, hier war seine Schnauze und jetzt ist sie hier. Ne? Also es ist gerade nochmal ordentlich gewachsen. Geht's weiter. Level 102 zu 103 wird interessant, weil er kriegt dann nochmal 50% seiner Sammelrate obendrauf. Was halt auch immer ganz geil ist. So, einmal füllen wir den Fisch noch auf. Danach würde ich sagen, lohnt sich das dann nicht mehr. Da gucken wir es dann mit Ruhen durch. So, genau hier. Jetzt 1,05 Millionen Holz, Fisch, genau, und sammelt jetzt 4,12 Millionen insgesamt pro Stunde auf Level 106. Sammelt er das jetzt, würde er knapp 4 Millionen alleine sammeln, ohne den Boost. Und halt auch 12 Stunden, 45 Minuten. Kannst du nichts gegen sagen, ist einfach geisteskrank. Ist einfach richtig, richtig geil. Jetzt fängt es an, häufiger mal Eisen zu kosten. Ist ja auch schon Level 113, 14 jetzt. Und er sammelt aber auch schon gutes Eisen. Wenn man mal denkt, drüber nachdenkt, jetzt für Level 100 hier 15 so, was er war, sind 180 Eisen jetzt nicht schlecht. Ich meine, klar, eigentlich sind es nur 120. Wir boosten es ja nochmal stark. Also das muss er nochmal ein bisschen runterrechnen. Aber ich selbst 120 Eisen wären, ich glaube, noch ganz gut. Wir können aber nochmal hier reinschauen. Nee. Wie viel sammelst du denn am Ende? 551 in 50 Minuten. Gut, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so gut. Also ich persönlich würde es nicht mehr als Sammeln nutzen. Aber man könnte es schon machen, ne? Also wer wollte, der könnte. Da lässt sich nichts gegen sagen. Und hier kriegt man nochmal keine Titanstufe erstmal. Und jetzt, genau, wir hatten vorhin vergessen, auf die Insel zu achten. Das ist nämlich dazu gekommen hier, dass hier dieses Eisen so ist und diese Eisenplatte hier bei dem Dach. Wir müssen gleich mal gucken, ob sich das jetzt nochmal stark verändert, ob jetzt nochmal viel mehr Eisen gleich ist, wenn er wieder die nächste Titanstufe erreicht. Weil das sollte, ich denke mal, eigentlich sein, dass er dann nochmal einiges dazu kriegt. So, und wir kriegen keinen Titan, Mann. Aber er hat gleich 50%. Und ihr seht, wir sind jetzt bei Level 134 und haben erst sozusagen 15.000 Eisen verbraucht. Ich meine, klar, ab Level 150 geht es eigentlich erst richtig los, dass man viel Eisen verbraucht. Aber es geht halt schon, ne? Es geht fit, es ist in Ordnung. Und solange man jetzt nicht zu viel Eisen mit einem Schlag verbraucht, geht das eigentlich immer gut, würde ich sagen. Gut, nächste Titanstufe und schon wieder größer geworden. Da seht ihr, noch größer wird es nicht mehr, das ist die maximale Größe. Hier ist nochmal geringfügig, würde ich sagen, ein bisschen Eisen dazugekommen. Ich kann jetzt den 100%igen Unterschied nicht genau sagen. Müsste ich jetzt im Video mir nochmal anschauen. Wir können jetzt einmal das Holz, das lohnt sich nochmal aufzufüllen. Können wir Fisch auch gleich nochmal auffüllen, so. Und dann machen wir weiter. Genau, jetzt kriegt er auch nochmal richtig schön viel Eisen oben drauf, was er jetzt sammelt auch. So, genau, jetzt ist natürlich alles ein bisschen teurer hier. Jetzt kostet es so 6.000 Eisen schon. Da ist so gut, also ich kann euch wirklich später auch empfehlen, das werde ich jetzt auch häufiger auf dem Video-Account mal machen. Wenn ich wirklich mehrere Leute, also mehrere teure vor allen Dingen habe, wir sammeln kurz mal nebenbei Eisen ein, wobei ich das erzähle. Wenn wir jetzt mal mehrere teure wieder haben, dass wir dann wirklich darauf gehen, halt wirklich dieses, dass das um 20% hier runtergesetzt ist, diese Eisenpreise, weil das lohnt sich halt wirklich stark, vor allen Dingen, wenn du dann, wenn es dann wirklich ums Eisen geht, die würde ich, wobei doch, die sammeln halt schnell geringfügig viel, sag ich mal, deswegen würde ich die einfach mal direkt losschicken. So, dann du, let's go. Und die sammeln mir jetzt ungefähr 17.000. Ich werde auch mal gucken, dass ich davon wirklich jetzt mal alle voll hole, dass ich wirklich 30 davon habe, weil dann sammeln die mir in 2,5 Minuten 50.000 Eisen. Da könntest du echt nichts dagegen sagen. Machen wir das nochmal ein letztes Mal. Danach lohnt es sich halt wirklich gar nicht mehr. Holz hätte ich schon gar nicht mehr machen müssen, weil kostet eh kein Holz mehr. Jetzt kostet es eh nur noch Eisen. Und ihr seht auch, wir bräuchten jetzt mehr als ein Lager Fisch. Also hier sind jetzt schon 3,5 Milliarden Fisch. Das ist sehr viel. Das ist, da müsst ihr dann schon gucken, ne? Und jetzt ist er schon auf Level 163. Ich würde nochmal kurz das Eisen auffüllen und dann geht es auch sofort weiter. So, da haben wir die nächsten 50.000 Eisen. Das reicht wieder für 4 Trainings. Danach war es das dann wieder. Mit diesen 4 Trainings Teilen kommt er um 8 Level höher und erreicht, nein, ich, das reicht nicht mal für 4, oder? Doch, gerade so, aber. Und erreicht schon Level 171 und damit fehlen uns noch zweimal Training. Dafür hole ich nochmal schnell 30.000 Eisen ran. Das ist gar kein Problem. Vielleicht wird es nochmal ein volles Lager. Das werden wir gleich sehen. Aber auf jeden Fall schnabuliere ich das nochmal kurz ran und dann können wir den gleich voll, also nochmal weiterfüttern und dann ist er Max Level. Ist halt wirklich ein schön leichter Drache zum Trainieren. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen.
Und da können wir ihn die letzten Male füttern. Und er geht ins Training. Und damit wird er nochmal gefüttert. Kommt jetzt in das allerletzte Training. Es würde einen Tag dauern. Also ist auch zeitlich sehr entspannt. Kann man auch nichts gegen sagen. Schick mal ihn einmal rein. Beschleunigen ihn noch einmal. Drücken ihn nochmal drauf. Füttern ihn noch einmal. Jetzt nochmal 5 Milliarden Fisch. Selbst 5 Milliarden Fisch wäre nicht mal so viel im Vergleich zu manchen anderen Drachen. Und kostet mich jetzt in dem Fall 10.000 Runen. Damit ist der nächste Drache hier Max Level. Würde uns jetzt durch diesen 10% Boost auch nochmal ein bisschen mehr sammeln. Müssen sogar mehr als 10% sein. Dann müsste ja die Statue schon auf Level 2 sein. Wait, das interessiert mich jetzt. Du kommst mal kurz hierher. Wobei, du kommst ja vor. Nee, du bleibst noch hier hinten. Wir stellen dich da hin, weil jetzt kommt erstmal das Baby daneben. Und dann gucken wir mal bei der Statue vorbei. So, und Kollege Baby kommt hier hin. Ja, da haben wir sie. Das ist einmal das Baby und der Erwachsene. Ihr seht, ist schon mal ein ordentlicher Größenunterschied, ne? Also da ist auf jeden Fall was zu sehen. Und er ist auch sehr schön schnell unterwegs. Hier dreht immer seine Runden. Wenn man jetzt mal in Ruhe lässt, macht er gleich den hier. Genau, einmal bis hinter und dann wieder vor. Und ja, du kannst einfach mal kurz ein bisschen Fisch sammeln gehen. Das machst du ja, dann guck mal ein paar Minuten mal vorbei. Da vorher würde ich nochmal hier schauen. Hier müsste ja irgendwo die schnelle Stachel starten. Achso, ist schon Stufe 5. Na gut, dann war es mit meinen 10% ein bisschen gelogen. Dann sind das doch mehr als 10%. Dann sind das nämlich 31%, also sagen wir mal knapp 30% auf Fisch und Holz. Auf Fisch und 70% auf Holz. 70% auf Holz ist schon eine ganze Menge. Da kannst du nichts gegen sagen. Aber genau. Dann kannst du wieder los. Ja gut, die kann ich... Ich lasse sie einfach stehen, ist egal. Und warte, du kannst los. Das kann ich nach dem Video machen. Genau, und hier haben wir die beiden. Der eine sammelt schon, der andere chillt hier noch seine Runden. Und das ist ein schöner seltener Drache. Ihr seht schon, so sieht er dann nachher aus, falls ihr ihn selber hochmachen wollt. Die Insel sieht auch ganz nice aus, wenn man sie mal mit dem ersten vergleicht. Und hier macht schon ein ganz paar Unterschiede. Und ich würde auch sagen, das wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ciao, ciao, Leute.